Und heute? Wo ist der Mann? Wo ist das Machtwort zum Klima? Wo ist derjenige, der die Klimakrise zur Chefsache erklärt? Würde man nicht meinen, das ist eigentlich sein Job? Aber nein, wir stellen fest, die Ampel macht nicht das, was sie versprochen hat, und viele Leute in diesem Land, die verlieren in genau diesem Augenblick die Hoffnung, die fragen sich, wenn die das nicht auf die Kette bekommen, wer denn dann? Und die Antwort darauf, die ist ganz leicht. Wir machen das. Es ist der 12. globale Klimastreik, wir sind so unfassbar weit gekommen. Und wir sehen aber auch, was jetzt vor uns liegt. Die fossilen Konzerne und die fossilen Parteien in diesem Land, die dachten, sie kommen mit grünen Worten und grünen Reden rum. Sie dachten, sie kommen damit durch. Sie dachten, wir lesen das Kleingedruckte nicht. Sie dachten, wir finden Autobahnen gut, wenn man sie Klimaautobahnen nennt. Sie dachten, wir finden Kompromisse gut, die man mit den dreckigsten Konzernen gemacht hat. Sie dachten, wir fallen darauf ein, wenn man Erdgasbrückentechnologie nennt. Sie dachten, dass sie eigentlich mit schönen Reden ganz schön gut vorankommen. Und es liegt an uns, im Jahr 2023 klarzumachen, wir machen keine halben Sachen. Irgendwer hat mal in diesem Land gesagt, wir schaffen das. Ich sage, wir machen das. Wir machen das und zwar volle Kanne. Wir machen echte Energiewende, die gerecht ist und nachhaltig. Wir machen eine echte Verkehrswende, die für alle da ist, zusammen mit den großen Gewerkschaften, mit Menschen auf dem Land und in der Stadt. Wir machen das alles zusammen, weil wir verstehen, dass wir zusammen alles erreichen können. Weil wir verstehen, dass wir keine Sekunde den Glauben an uns selbst verlieren müssen, einfach nur, weil wir zurückblicken auf die letzten 4 Jahre und sehen, was wir schon erreicht haben. Weil wir sehen, was Menschen die Generation vor uns schon erreicht haben, haben wir keine Sekunde, auch nur einen einzigen Grund, den Glauben an uns und die Hoffnung an unsere Möglichkeiten zu verlieren. Und Berlin, du wunderbare Stadt, mit dir fangen wir an am 26. März, das Klimavolksentscheid. Den werden wir auseinandernehmen, den werden wir sowas von gewinnen, tanzend alle zusammen. Dafür knien wir uns rein. Das ist der Moment, wo diese Stadt mal beweisen kann, dass sie verstanden hat, was Phase ist. Und wir alle hier... Wir sind heute hier, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Man bewirft uns mit den Krisen und wir sagen, fair enough, dann machen wir das Beste drauf. Weil diese Krisen, die liegen nicht nur auf unseren Schultern, die liegen auch in unseren Händen. Und dann ziehen wir los. Und lassen nicht diejenigen, die überhaupt kein Interesse an einer gerechten und nachhaltigen Zukunft haben, über unsere Zukunft und die Gegenwart von so vielen anderen entscheiden. Dann machen wir die Regeln selbst. Dann nehmen wir die Sachen und ziehen los, alle zusammen, weil wir verstanden haben. Hoffnung ist harte Arbeit, die fällt nicht vom Himmel. Die machen wir mit unseren eigenen Taten, die kommt von uns. Die Regierung in diesem Land ist gerade nicht der Ort, wo die Quelle der Hoffnung für die Klimakrise erwächst. Diese Quelle, die ist hier, genau mit uns, seit 4,5 Jahren und wir machen weiter. Leute, jetzt geht's los auf die Straße. Berlin, ihr seid großartig. Rock'n'Roll. Dankeschön.